Guten Morgen. Dr. Fleming. Mein Name ist Christian Specht. Darf ich mit Ihnen sprechen? Sie sind einer von Ursula Mühlbachs Leuten. So ist es. Kann ich Ihren Dienstausweis sehen? Näher, bitte. Näher. Der läuft in einer Woche ab. Sie sind nicht wirklich vom BKA. Ich bin Doktorand an der Akademie. Ursula Mühlbach schickt mir einen Studenten. Sie muss ja wirklich sehr beschäftigt sein. Mit dieser neuen Weißwurst-Resi. So ein böses Mädchen. Hat Mühlbach Sie geschickt, um meinen Rat über diese Dame einzuholen? Ich bin hier. Wie viele Jungs hat sie benutzt? Unsere Resi? Fünf. Alle kastriert? Bisher? Ja. Aber Frau Doktor, die Ermittlungen laufen noch und ich bin nicht beteiligt. Wenn Sie sich jetzt bitte diesen Fragebogen anschauen würden, es wäre uns eine... Wissen Sie, warum man Sie Weißwurst-Resi nennt? Erzählen Sie es mir. In der Zeitung findet man nichts darüber. Ich kann es Ihnen sagen. Wenn Sie sich dafür diese Fragen anschauen. Es begann als schlechter Witz nach dem Mord in Deggendorf. Von den Geschlechtsteilen war nur die Haut übrig geblieben. Da sagte einer, das sieht ja aus, als hätte jemand eine Weißwurst gezuzelt. Humorlos und irreführend. Was glauben Sie, Herr Specht? Warum zieht sie Ihnen die Haut ab? Wir wissen es nicht. Die Geschlechtsteile nimmt sie immer mit. Sie lässt nur die Haut zurück. Die meisten Serienmörder nehmen eine Art Trophäe von ihren Opfern mit. Ich habe das nie getan. Sie haben ihre gegessen. Geben Sie mir jetzt den Fragebogen. Herr Specht, glauben Sie wirklich, Sie könnten mich mit diesem stumpfen kleinen Werkzeug sezieren? Nein, Sie sind so ehrgeizig, nicht wahr? Nicht, dass Sie sich verlaufen. Sie haben viel zu verlieren. Freuen Sie sich aufs Vaterwerden? So eine hübsche junge Frau. Mit einem Baby im Bauch. Ein Junge. Hoffe ich. Ich stehe auf Jungs. Aber das wissen Sie ja schon. Sie sollten Ihr Portemonnaie nicht jedem so offen zeigen. Und Ihre Gedanken schon gar nicht.
gibt auch böse Menschen auf dieser Welt. Und sie haben viel zu verlieren. Was ich zu verlieren habe, spielt hier keine Rolle. Doch. Denn ich habe nichts zu verlieren. Ich bin ein Monster. Wir brauchen Ihre Hilfe. Was wollen Sie dafür? Ein Ohr Ihres Neugeborenen. Mariniert und gebraten. Mit einem Glas Primitivo. Sie verlieren zu schnell die Nerven. Die Plazenta reicht mir. Wir haben ein Angebot. Überraschen Sie mich. Doppelzelle mit Kücheninsel. Und einmal die Woche werden Ihnen alle legalen Zutaten, die Sie sich wünschen, geliefert. Und einmal im Monat Besuch. Ich koche. Wer kommt Sie besuchen? Sie kommen.